Na, hallo Mia. Wie du siehst, bin ich heute mit dem Fahrrad unterwegs. Du bist doch heute auch schon mit dem neuen Fahrrad gefahren, nicht wahr? Und ich finde, da passt eine Fahrradgeschichte ganz gut. Nämlich von dem Jungen, der das Fahrrad nicht anhalten konnte. Du kannst das ja schon, aber hör dir mal an, wie es dem Jungen ergangen ist, der das Fahrrad nicht anhalten konnte. Die Geschichte ist von Elisabeth Stimmert. Wie gut, dass die Geschichte mit dem Fahrrad im Garten passierte. Christian hatte Mutters Fahrrad genommen. Er wollte Radfahren lernen. Auf dem Weg, der um das ganz große Blumenbeet führte, versuchte er es. Zuerst rollerte er mit dem Rad. Rund um das Blumenbeet herum rollerte er. Dann hat er beim Rollern auch den anderen Fuß auf das zweite Pedal gestellt. Das Rad wackelte ein bisschen, als er das tat, aber dann fuhr es plötzlich mit ihm los. Christian stand auf den Pedalen, so wie du gestern, als der Sattel noch zu hoch war. Er trat und das Rad fuhr einfach rund um das Beet. Zuerst war Christian ein bisschen erschrocken. Doch gleich danach freute er sich. Er lachte ganz laut und schrie Juhu, weil er jetzt Rad fahren konnte. Er fuhr um das Beet und zählte die Runden. Als er es 12 Mal geschafft hatte, da wollte er anhalten. Doch er wusste nicht, wie man das machte. So fuhr er die 13. Runde und die 14. Runde. Rund um das Beet. Und bei der 15. Runde wusste er immer noch nicht, wie er das Rad anhalten sollte. Da rief er laut nach der Mutter. Die kam auf den Balkon und sah den Christian Rad fahren. Fein, rief die Mutter. Fein, ich hole jetzt schnell Vater. Sie lief in das Zimmer zurück und sagte dem Vater, dass er sich doch ansehen sollte, wie Christian Rad fahren konnte. Dann kamen beide zurück. Christian fuhr schon die 18. Runde im Garten. Also 15, 16, 17, 18. Er weinte jetzt, weil er mit dem Rad nicht anhalten konnte. Jetzt schrie er, Vater! Ja, rief der Vater zurück. Ich sehe, mein Junge, wir holen den Dieter. Dieter war Christians Bruder und der war schon groß und der sollte jetzt auch sehen, wie Christian schon Rad fahren konnte. Die Mutter lief zu Dieter ins Zimmer und der Vater lief zu Dieter ins Zimmer. Und was machte Christian inzwischen? Der fuhr eine Runde nach der anderen. Komm auf den Balkon, sagten die Eltern. Sieh es dir an. Der Christian kann schon Rad fahren. Dann kamen alle drei. Sie guckten in den Garten. Christian fuhr jetzt schon die 20. Runde. Dieter, schrie er, komm, hilf mir, ich kann doch nicht anhalten. Da siehst du ihn fahren. 21. Runde mittlerweile. Ich kann doch nicht anhalten. Er war ganz verzweifelt. Da rannte Dieter gleich los, vom Balkon durch die Stube, über den Flur auf die Treppe hinunter und schnell in den Garten. Gleich hinter Dieter rannte der Vater und hinter dem Vater rannte die Mutter. Sie rannten ganz schnell in den Garten zu Christian. Dieter hielt das Fahrrad an. Er packte den Sattel und lief neben dem Rad. Dann hielt er es fest. Als Christian abstieg, war er 25 Runden gefahren. Kannst du mal zählen, von 1 bis 25. Das dauert. Er weinte noch immer ein bisschen und er war richtig geschafft. Aber er weinte nicht mehr lange. Morgen würde Dieter ihm zeigen, wie man anhalten und absteigen kann. So, und jetzt fahre ich mit dem Fahrrad weiter. Bis morgen.